zum 23. Adventskalendertürchen hier beim RecoPlay Super Nintendo Adventskalender. Ein einsames Modul habe ich noch in meiner Tüte drin, die ich von Martin ausgeliehen gekriegt habe. Und dann schauen wir mal, was das für ein Spiel ist. Oh ja, sehr schön. Lucky Luke. Freue ich mich auch drauf. Von der Firma Infogrames. Diesmal puste ich direkt mal rein. Gucken, vielleicht hilft es ja. Ja, es hilft. Sehr schön. Infogrames Multimedia 1997, also auch ein sehr spätes Super Nintendo Spiel. Ja. Können wir eine andere Sprache? Englisch? Deutsch. Zack. Sehr gut. Das absolut typischste Lucky Luke Bild natürlich, was man, ja, was man sich denken kann, was auf jedem Comic hinten drauf ist. Schon mal in die Option. Ja, Lucky Luke habe ich euch ja schon mal ein Spiel hier vorgestellt. Leicht und schwierig, super, wir nehmen mal leicht. Für den Game Boy ein sehr, sehr cooles Lucky Luke Spiel. Jetzt bin ich mal gespannt, was das Super Nintendo Spiel hier so zu bieten hat. Yuma. Auf jeden Fall schon mal sehr schöne Grafik. Die Daltons sind in Yuma. Sie haben die Bank überfallen und versetzen die ganze Stadt in Angst und Schrecken. Ja, yeah, ich muss schnellstens nach Yuma. Die verdammten Daltons festnehmen. Wie hieß der Typ hier? Horace irgendwas, der die Zeitung gemacht hat. Oder macht. So, das sieht alles schon sehr ähnlich wie bei dem Gameboy-Spiel aus. Hier, wir haben drei Leben, wir haben eine wir haben hier Dynamitanzeige und wir haben Revolverkugelnanzeige. Mit B springen wir. Okay, wir haben was aufgesammelt. Hier schießen wir wahrscheinlich auch mit A. Aha, okay. Mit X. Okay, und hier kommen automatisch. Uns irgendwie festhalten? Nee. Okay. So, hier brauchen wir wahrscheinlich Dynamit. Ah ja, sehr lustig. Oh, ist hier irgendwas drin? Im Wagen? Nee. So, wenn ich mich richtig erinnere, konnte man... Oh ja, Jolly Jumper. Konnte man hier... Okay. Nee, da kommen wir definitiv nicht vorbei. Aber hier kommen wir auch nicht weiter. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Eigentlich kann man hier oben den Heuballen abschießen, dass er hier runterfällt, aber... Ah, okay, mit Anlauf können wir höher springen. So geht's hier weiter. So ist gut. So. Aha. Was macht denn dieser Rabe da? Dieser Geier? Gar nichts anscheinend. Also abschießen müssen wir anscheinend nicht.
Hier kommen wir aber auch nicht mehr hoch. Ich bin gerade etwas verwundert, wo wir als nächstes hin müssen. Hier ist eine unsichtbare Wand, hier kommen wir auch nicht weiter. In die Tür kommen wir nicht rein. Den Banditen haben wir schon abgeschossen. Das Fass kaputt schießen. Nee. Durch die Hütte durchschießen kann er, aber mehr auch nicht. Ah, okay. Kann man oben drüber. Die Daltons haben den Bankier, den Bankdirektor in den Brunnen geworfen. Helfen Sie uns, Mr. Luke. Jetzt kümmern wir uns erstmal um. Ne. Um den Kojoten da. Den Bankdirektor in den. Ja, aber hier kommen wir nicht weiter. Der Brunnen war ja ganz hinten. So, jetzt haben wir zwei Dynamitstangen gefunden, damit müssen wir den vom... Auf das Dach kommen wir nicht drauf. Da auch nicht. Ja, wissen wir doch. Oder es ist wie beim Gameboy, da gab es ja auch diese bescheuerte Stelle, wo man genau an einen bestimmten Punkt springen musste, damit er sich da festgehalten hat. Ah, dafür ist der Geier da. Verstanden. So, hier können wir, glaube ich, jetzt irgendwie, ja, das Dynamit mit A ablegen, genau, und dann komme ich hier unten rein. Was, die Animationen sind toll von Lucky Luke auf jeden Fall, aber es ist sehr, sehr ähnlich dem Gameboy-Spiel. Ich hätte fast den Bankdirektor erschossen. Danke, dass Sie mich befreit haben, Mr. Luke. Seien Sie auf der Hut, die Daltons sind mit allen Wassern gewaschen. Ja, und du? Kommst du mit oder nicht? Anscheinend nicht. Okay. Oh. Ich glaube, das war nicht so gut, da an den Brunnen zu fallen. Müssen wir jetzt noch was tun? Nee, oder? Bankdirektor haben wir befreit. So, wenn es ist wie bei der Gameboy-Version, dann sind die Sterne dafür da. Ach, muss doch wieder zum Brunnen. Das ist ja bescheuert. Die standen dafür da, dass man später... Nein, da wollte ich gar nicht hin. Dass man später ein Bonuslevel... in ein Bonuslevel kommt. Wo man extra Leben gewinnen kann. So. Ist aber nett, dass uns direkt eine Dynamitstange hier hingelegt wird. So. Danke, dass ihr mich... Ja, ja, genau. So, jetzt müssen wir unbeschadet wieder nach oben kommen. Zack. Ach, Sven. Ach, was soll das denn? Also noch einmal. So. Danke. Jawohl, bitte. Gerne. So, jetzt aber vollste Konzentration und hepp wieder ins Loch. Das darf echt nicht wahr sein. Game over. 4% geschafft. Naja, immerhin. Schönes Bild. Sehr schön gepixeltes. Sehr schön gepixeltes Bild. Eieiei. Ja, sehr cool. Das Spiel gefällt mir definitiv. Ich habe die Gameboy-Version schon sehr, sehr geliebt. Die war auch von Infogrames. Und auch die Super Nintendo-Version hier ist echt, echt richtig schön. Also die werde ich mir definitiv irgendwann mal für meine Sammlung noch zulegen. Okay, dann lasst euch überraschen, was euch morgen am Heiligabend hier erwartet im Adventskalender. Da gibt es, wie gesagt, nochmal ein besonderes Spiel, ein besonderes Modul aus meiner Sammlung. Und lasst euch da einfach mal überraschen, was euch da erwartet. Bis morgen. Tschüss.